Seid ihr bereit, dass es weitergeht? In diese Borderlands, in meine Tiny Tina's Wonderland. Natürlich heißt das Spiel so. Nicht Borderlandsen. Oh, ich werde gefeiert. Ich feiere, dass ich gleich schlafen gehe. Goldene Kiste, die brauchen wir nicht. Da ist meine Mission. Es wird nämlich schon langsam hell draußen. Ich sehe den Sonnenaufgang. Bounties, keine Bounties. Haben wir hier gewohnt. Hallo armes Wesen, ich habe ein Koboldproblem. Mach dich auf zu meinem Bauernhof, wenn du Gewalt und Geld suchst. Komm zu mir in den Kräutergarten, rasch. Die Schankwirtin winkt euch herbei. Auf eine Weise, wie es nur Schankwirte tun. Und das wäre? Für mein Land und Königin Arschgaul. Öde. Kenne ich schon. Halt die Klappe. Juhu. Wende landen auf der Bühne. Ah. Ja, ich muss das mit der Bar. Wo bekomme ich in dieser Stadt nur leckeres Gebäck? Wer bist du? Wo ist die Quest, mit der ich reden muss? Ich war doch hier vor kurzem. Habe ich eine andere ausgewählt? Ja, habe ich. Das nicht. Ah, hier. Willkommen bei Issys Spritzer, wo alle Flüssigkeiten ausschließlich aus Limo bestehen. Bist du der neue Schicksalsbringer und hast die Skelette vertrieben? Das bin ich. Keine Ahnung, ob ich eine Legende bin, aber ich habe ein paar Knochen zerbrochen. Na dann, danke für nichts. Die halbe Stadt hat sich hier verschanzt und Charlie Temples gesoffen, als ob die Welt zu Ende geht. Ich mach nur Spaß, Schicksalsbringer. Du hast uns einen Riesengefallen getan. Also, zum Dank dafür, dass du unsere Stadt gerettet hast, steht dir das Angebot der Limo-Taverne zur Verfügung. Hier ist ein magischer Schnellwechsel-Kiosk, falls du mal irgendwas Wesentliches an dir verändern willst. Seltsamerweise kostenlos. Schnellwechsel, Anpassungen, Emotes, Banner, russische Statue, ja, alles, alles. Körpertyp, Körpergröße. Stimme ist ein bisschen leiser, aber ich mag sie. Emotes interessieren mich gar nicht. Banner, wie sind hier? Eigentlich passt Lila weiß. Warst du schon mal in der Bäckerei mit den schreienden Torten? Total gespenstisch, aber ein unübertroffener Geschmack. Das Coole ist hier. Irgendwie gefiel mir das erste schon. Ah, das muss ich nehmen. Ah. Das ist super. Ah, natürlich nehmen wir Eisen. Ah. Ich dachte, ich kann hier Rüstung verändern. Vorbildlich, sehr schön. Okay, okay. Sonst noch was? Wo bist du? Deborah hat sich schon wieder in einem Turm eingesperrt. Und hier unsere verlorene Beutemaschine. Sehr beliebt. Wenn deine Feinde schickes Zeug verlieren und du es übersiehst, erscheint es hier. Und schließlich gibt es in der Welt da draußen viele Bürger, die deine Hilfe gebrauchen könnten. Ein paar davon hängen hier in der Limo-Taverne ab. Andere hängen in der Stadt Poster auf. War voll heute. Und ich stand ganz allein an der alkoholfreien Getränketheke. Oh, hör mich an. Plappere hier rum, während du Abenteuer bestreiten könntest. Hab einen spritzigen Tag. Schicksalsbringer, ich habe eine Überraschung für dich. Die Königin ist so beeindruckt von dir, dass du die Ritterwürde erhältst. Glückwunsch! Komm zum Zottelplatz. Nun dann, wir haben Valentines albernen Questkram erledigt. Lasst uns jetzt die Gegend plündern. Ich will Beute machen. Was? Helden plündern nicht? Wir haben die Quest so gut wie beendet. Ich will wissen, was passiert. Ja, wir werden sehen. Das Schwert wird gestohlen, oder? Held von Prachthof. Für die erwiesene Tapferkeit ernennt dich ihre Majestät, Königin Arschgaul, feierlich zum Ritter des Reiches.
Knie für den Ritterschlag! Nicht so schnell, Neuling. Das ist jetzt meine Welt. Oh. Nein. Der Regenbogen ist aus. Ich bestimme meine Geschichte jetzt selbst. Die Zeit eurer Herrin ist vorbei. Und bald folgt ihre ganze Welt. Ein Mentor. Sidehorn. Oh, sorry. Ich fasse es nicht. Die Königin ist tot. Arschgaul! Nein! Tina, was zum Geier? Keine Ahnung, das war nicht vorgesehen. Lass mich kurz nachdenken. Oh, sie hat echt gedacht, sie könnte dich auf die gleiche Heldenreise schicken wie immer. Tja, diesmal nicht. Ich habe jetzt die Kontrolle. Wo ist die Schriftrolle? Was sagt sie? Der Schicksalsbringer ist verloren. Was man einst so sicher wähnte, ist jetzt fragil und gebrochen. Aber eine Wahrheit bleibt bestehen. Die Mächte des Bösen müssen aufgehalten werden. Ein lautes, donnerndes Geräusch ertönt. Bei den grauen Höllen, was jetzt? Das kommt von hinter den Docks! Los, Schicksalsbringer! Ich fürchte, deine Arbeit ist noch nicht getan. Sie hat mich aus ihrem tiefsten Glitzerherz geliebt. Sie fehlt mir so sehr. Ach, auf zu heulen. Oh, Tomaten. Das ist wichtiger. Willkommen beim fantastischen Automaten. Alchemist. Der Handel ist perfekt. Wieso das? Schlaufe des Schlürfens. Schlaufe. Nimm dieses Geld. Nein, ich danke dir. Brauchst du etwas Stahl? Ich bin Stahl, Baby. Auf den Namen. Ich bin eh richtig, ja. Ist das mein Banner? Yes. Oh nein, die Schreckenspyramide ist erwacht. Was ist eine Schreckenspyramide? Zitadelle des Dragonlords jenseits des Ozeans. Jetzt, wo er das Schwert hat, kann er die Seelenenergie von allem Lebendigen in den Wonderlands rauben. Ohne die Königin ist unser Schicksal besiegelt. Hey, frag ihn, ob das mit dem Ritterschlag noch was wird. Fred, wir sind am Trauern. Du bist am Trauern. Ich will den Titel Sir vor meinem Namen. Echt blöd, aber werde ich trotzdem zum Ritter geschlagen? Nur unsere Königin hatte die Macht, die Ritterwürde zu verleihen. Aber du verdienst eine Ehre für das, was du getan hast und was noch kommen wird. Knie nieder. Oder hock dich einfach hin, wenn dir die Knie wehtun. Als Regentenverteidiger von Prachthuf ernenne ich dich zum Knappen des Reiches. Knappe? Das ist doch Drachenkacke. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es muss reichen. Denn jetzt musst du die Wonderlands selbst retten. Reise zur Schreckenspyramide, hol das Seelenschwert zurück und räche unsere Königin. Du wirst ein Schiff brauchen. Sprich mit der Hafenmeisterin. Du kannst voll und ganz über all unsere Ressourcen verfügen, Schicksalsbringer. Okay, also sie ist direkt daneben, natürlich. Knappe des Reiches. Ahoi, wir brauchen ein Schiff, eines, das nicht brennt.
starten wir umgehend mit dem Bau. Komm und bau dein neues Schiff hier im Hafen. Ah, wirklich? Bauen? Sieht ja nach Magie aus. Das ist winzig. Meine Augen haben noch nie zuvor so eine Schönheit der Meere gesehen. Es ist ein Wrack. Schwachsinn. Ja. Ich taufe das gute Schiff auf den Namen Balsanje. Nein. Warte, vor dem Ablegen muss noch ein Bade das Schiff segnen, damit Drill, dessen Ketten das Meer sind, dich nicht in ein wässriges Grab hinunterzieht. Was? Aber wir sind so kurz vor dem Ablegen. Ich will mich nicht um Meeresflüche kümmern müssen. So läuft das aber. Entweder man befolgt die Regeln oder endet wegen eines Fluchs am Meeresgrund. Leider ist unser ansässiger Bade während der Invasion verschwunden. Das war für die Katz. Wenn die Soldaten der Stadt von den Untoten besiegt wurden, welche Chance hatte dann ein Mann mit einer Laute? Was? Nein, er hat sich in ein Skelett verliebt und sie sind durchgebrannt. Es gibt nur noch einen Mann, der das Schiff segnen könnte, obwohl er nur ein Halbbade ist. Aber er ist wohl deine einzige Hoffnung, den Ozean zu überqueren. Zuletzt sah ich den Halbbaden auf dem Weg in den schluchzenden Moder. Nur wenige kehren aus diesen Wäldern zurück, aber vielleicht lebt er noch. Oh, der schluchzende Moder. Klingt gefährlich. Aufregend. Ja, das ist ein riesiger Zauberwald, sündlich von Prachtruf. Wie bitte? Sündlich? Du weißt schon, Fantasy-Himmelsrichtungen. Nörderlich, sündlich, ernstlich und webbelig. Liest du nie im Badass-Buch? Ich schau mir die Bilder an. Da gibt es den Schwertmann und den großes Messermann. Oder ist das derselbe? Nein, warte, nicht verraten. Ich hätte schwören können, ich habe einen Baden gesehen. Das gute Schiff Balsanje fürchtet keinen Fluch. Leinen los! Okay, aber der Fluch wird uns ertränken. Wird er das? Das gute Schiff Balsanje legt ab mit dem Wind im Rücken und dem Bug Richtung Schicksal. Ja, wir gehen unter. Okay. Ich schätze, ich hole den Baden. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig der Segen eines Baden ist. Na gut, machen wir einen Umweg und suchen einen blöden Baden. Aber danach gehen wir die eigentliche Quest an und retten die Welt. In der Zwischenzeit lasse ich die Arbeiterkobolde das Schiff vom Grund des Hafens holen. Danke. Ah, ich muss den Baden retten. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Oder spiel es auf einmal leiser. Wieder keine Musik. Muss ich sie lauter drehen wieder mal. Eine Sekunde. Oder ist einfach die Musik ganz weg zurzeit? Eine Stadtmusik. Ganz eigen. Da war doch ein Bade in der. Voll Schönheit der Himmel von Dämmerkralle. Sag ich ja. Poet, okay. Anscheinend was anderes. Ein Poet und ein Bade. Doch kein Dandelion gewesen. Dann ab in die Wonderlands, nicht Borderlands. The Wonderlands. Oberwelt. Hey. Who are you? Das schaut nicht nach einem Baden aus. Ich bin Belle the Dance, die erste Influencerin der Welt. Ich bin aus Berufsgründen heiß. Meine Fans sollen sich jederzeit an meinen Anblick erfreuen können. Deshalb musst du mein Ebenbild in Stein hauen. Übrigens folgt mir auf meinem TikTok-Channel. Was hast du da im Gesicht? Ein Tattoo. Das Tattoo ist schrecklich. The worst thing ever. War's das? Muss ich weiterhauen?
andere Steine suchen, wirklich? Nein. Wer will sterben? Ich helfe gern! Nein. Oh. Hey, du da! Nein, Influencer brauchen mich. Tolle Pose! Meine Tanzfreunde werden es lieben! Hilf mir im Namen der Forschung! Ich befinde mich im Forscherwettstreit meines Lebens. Meine Brüder glauben, dass sie die Alchemie vor mir meistern können. Mein aggressiver Versuchsplan hat meinen Kessel zerstört. Besorg mir Blei aus den Bergen, damit ich meine Brüder schlagen kann. Da ist wieder Musik. Jetzt höre ich sie. Während ich... Ja. Stein haue. Wo will sie, dass ich hingehe? Wirklich, was ist das für ein verwirrender? I'm confused. Confused. Ah, das ist das Splittergrab. Tina, hier ist ein Käseflip aufs Spielbrett gefallen. Oh, nein, das stimmt nicht. Er liegt genau da und versperrt unserem Charakter den Weg. Vielleicht ist es gar kein Käseflip, sondern ein großer, uralter Meteor, der vor Jahrtausenden vom Himmel gefallen ist. Ihr erkennt eine Art Schloss darauf. Den Schlüssel dafür findet ihr in einem Verlies, das ich mal sowas von schon längst vorbereitet hatte. Ah, ja. Natürlich. Dieses Verlies. Betreten. Das machen wir. Seht, ein sorgfältig entworfenes Verlies. Da drin ist der Schlüssel sicherlich. Das ganze Fleisch macht dich nur zu einem saftigeren Ziel. Selber saftig. Weg von mir, Fleischsack. Du bist so. Oh, ihr Helden, bringt mein Blut zum. Kochen? Wolltest du kochen sagen? Damn. Nicht sogar gut getroffen. Das nicht. Ja, frieselt. Daneben. Blub, blub, blub. Ah, ich mag Freeze. Ah, oh, der Fallschirmball. Was haben wir hier noch? Ich glaube, ich darf noch nicht drin stehen. Da wird wieder rumgestöhnt, unglaublich. Abwärts gepurzt. Dafür haben wir mit dem Team ganze Gegner mit Blüten anzulocken. Ja, danke. Ihr. Level up. Auch gut, auch gut. Hört mir. Was gibt's das Loot? Ach, grüne Sachen. Muss ich nicht irgendwo hin? Oder war das das sorgfältig ausgewählte Dungeon? Okay, dann raus hier. Aha! Ja, die letzte Kammer erreicht. Der Meteorschlüssel wird von einem großen, bösen Unhold bewacht. Du improvisierst. Ich kann sehen, wie du improvisierst. Ob er putzt wieder.
Doch, das tue ich. Könnte man den Sniper wieder auspacken. Statt dem hier. Oh, ich mag die Sniper. Mehr Schuss ist gut. Laut nach, Junge. So viel Gestöhne. Warum stöhnen denn alle in diesem Spiel? Aus nach Landau, der Weg. Noch gleich. Ach mein Gott, Blizzard. Ich spüre diese kleine Brise zwischen den Beinen. Also gut, holen wir uns den Schlüssel, um den Käseflip zu öffnen. Oh. Großer uralter Meteor! Oh. Wer auch immer auf die Idee gekommen ist, Dialekte einzuführen in dieses Spiel. Brillant! Danke. Oh, da war doch was. Wow. Müdigkeit war da. Es ist hell draußen. Verdammt. Gut, wir öffnen den Käseflip. Ihr steckt den Schlüssel in das Schloss und der große uralte Meteor hebt sich vom Boden und kehrt in den Himmel zurück, von dem er einst fiel. Hör ich den essen? Du könntest auch einfach zugeben, dass dir der Flip aufs Brett gefallen war. Ja. Keine Ahnung, was du meinst. Ja. Das Verlies da drüben verströmt starke, in mir ist ein Schreinteil-Vibes. Dieser Schrein ist dem Gott Tischius geweiht, dem Schutzpatron des strammen Gehens. Oh, nee, ich bin fertig hier. Oh, wie weit sind wir drin? Genug. Nicht geschlafen. Wie gesagt.